So, herzlich willkommen zum Freitag-Spezial. Hierbei geht es um die Folge 4, die seltsamsten Panzer der Welt. Hierbei geht es um die fliegenden Panzer. Fliegende Panzer ist ein besonderes Thema und ich werde es wie gehabt on the fly, also live übersetzen. Wer das nicht mag, bitte auf rechts oben aufs Kreuzchen drücken. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Los geht's. Испокон веков человека тянуло в небо. Schon immer hatte den Menschen gen Himmel gezogen. Der griechische Ikarus wollte wie ein Vogel fliegen und die Entwürfe von Leonardo da Vinci bestechen heute immer noch durch ihre technische Raffinesse. Anfang des 20. Jahrhunderts flogen in der Luftraum riesige Zeppeline. Es hat die Leute gewundert, wenn so eine riesige Maschine fliegen kann, was hindert den Menschen daran, gen Himmel einen Panzer zu schicken? Im Himmel fliegt heutzutage ein 225 Mria. Ein Panzer, der 250 Tonnen Nutzlast tragen kann. Auf dem kann man 9 klassische Panzer des Zweiten Weltkriegs T-34 tragen. Aber könnten den Panzer selbstständig fliegen? Was könnte sie in die Luft bringen? Und hätte das einen Sinn gehabt, Anfang des Jahrhunderts? Davon erzählt unser historischer Berater Juri Pascholok. Fliegende Panzer. Die Konzeption der fliegenden Panzer ist sehr besonders. Die Ansicht, die Konzeption ist eine Konzeption von John Walter Christie, der eine Konzeption von schnell fahrenden Panzern hatte. Er als Mensch, der seine Karriere als Rennfahrer begonnen hat, der als erster in Amerika die 100 Meilen pro Stunde gebrochen hat, den Geschwindigkeitsrekord. Er hatte das natürlich voll im Blut und den Panzer, den er erschaffen hatte, der Christie-Panzer, wurde verwandelte sich in eine seltsame Maschine. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs erfindet Walter Christie ein neues Prinzip von Aufhängung, der bis heute immer noch im Panzerbau verwendet wird. Und er projektiert einen Panzer, der so eine Aufhängung hat, der turmlose M28-2. Versionen davon werden gebaut und unter Index M1931 wurden nach UdSSR verkauft. Und diese Maschinen erlaubten es den sowjetischen Konstrukteuren, die Panzer der BT-Serie und später die T-34-Serie zu entwickeln. M1931 konnte eine Geschwindigkeit von 118 km/h erreichen ohne Ketten und 67 km/h mit Ketten im Gelände erreichen. In dem Moment, wo die amerikanischen Militärleute von Christie wollten, dass er eine Maschine mit zweisitzigem Turm entwickelte und der im vorderen Bereich zwei Mann hat, hatte er plötzlich stattdessen eine komplett seltsame Maschine entwickelt, die dieser Panzer, der 3 Tonnen Masse hatte, der an dem vorne eine Box mit einem Propeller befestigt wurde, mit einem Flügel und einem Schwanzflosse,
konnte diese Maschine mit Ketten 100 km/h erzielen und mit auf Rädern um die 100 Meilen pro Stunde, das heißt also 160 km/h. Und nach Meinung von Christi konnte sie selbstständig fliegen, die Richtung ansteuern, die sie wollte, und dann irgendwann mal sich selbst absetzen, da wo sie wollte. Die Maschine von Christi wurde gebaut. Der Panzer ohne Turm und mit einer kurzläufigen Kanone konnte bis zu 100 km/h auf Ketten erreichen und 160 km/h auf Rädern. John Walter Christie, der Rennfahrer war, konnte mit seinem Panzer auch rumrasen, die Gräben überwinden oder die von besonders großen Hügeln runterfliegen. Die Maschine ging kaputt und die Militärleute oder Militärleitung ließ die Maschine nicht in Serie bauen. Aber dafür wurde sie in der Presse sehr viel diskutiert. Denn die Journalisten haben den Panzer gemocht, aber nur die Journalisten. Die Konstrukteure haben immer noch ihren Kopf zerbrochen, wie soll man so einen Panzer in den Himmel bringen. Eine sehr große Beachtung hat man diesem Panzer auch in der Sowjetunion geschenkt. Alexander Grebnev, Historiker. Fliegende Panzer wurden in den 30er Jahren sogar richtig in Entwicklung einen Auftrag gegeben. Auf der Basis von erleichterten Panzern von BT, mit einer Mannschaft, die auf 2 Mann verkürzt wurde, mit einer Bewaffnung, die auf kleine automatische Kanone verkürzt wurde, mit einer dünneren Panzerung ausgestattet wurde, ein sogenannter BT Light. Der hatte keine spezielle Bezeichnung, aber es wurde erhalten, dass die Maschine richtig erleichtert wurde. Die erleichterte Metalle in der Konstruktion Verwendung fand. Es gab insgesamt 3 Projekte. Ein Konstruktionsbüro unter der Leitung von Aramar Raphael Lanz hat ein Projekt vorgeschlagen, die ähnlich einem Flugzeug einen Propeller hatte, aber dieser wurde am Panzerheck angeordnet. Und Dobrowolski und Samsonow haben ein Projekt projektiert mit einer hydraulischen Übertragung auf den Propeller. Und Nikolai Kamow hat einen eigenartigen Panzerauto-Gear erschaffen, der einen Trägerrotor hatte, der durch die Vorwärtsbewegung gedreht wurde und nicht durch den Motorantrieb. Und so hat er eine Art Flughöhe erschaffen. Starke Flugmotoren gab es in der Sowjetunion damals noch nicht. Die Masse von einem Panzer damals konnte man nicht also einfach hochheben, auch wenn der Panzer leicht war. Wenn man versuchte, die Geschwindigkeit und die Flughöhe zu forcieren, um die Ressourcen der Motoren bis ans Limit zu bringen, versucht hatte, dann wurden die Motoren beschädigt. Also das hat nicht weitergebracht. Und bei idealen Bedingungen hat das natürlich auch nicht viel gebracht. Kurzfix, das habe ich jetzt gedrückt, Entschuldigung. Und auf diese Weise gab es die Situation, dass kein einziges Flugzeug in den 30er Jahren auf eine gebrauchte Strecke transportiert werden konnte. Die Konzeption des Panzers, der fliegen konnte, wurde durch Antonov aufgenommen
Und Anfang 40er Jahren gab es eine Entwicklung. Und es gab einen Planer, der einen Flügel, der praktisch um den Panzer T-60 gebaut wurde. Der 60 wurde erleichtert. Bei den Versuchsflügen hat man den Turm abmontiert und man hat praktisch vorgesehen, dass der Panzer von dem Bomber TB7 getragen wird. Und dann im Endeffekt hat man aber einen anderen Bomber genutzt, einen weniger leistungsfähigen. Und als Ergebnis hat man direkt nach dem Flug, nach dem Abheben im September 1940 hat man einen Motorenaussetzer. Die Flügelweite betrug 18 Meter und eine zweiträgige Heckflügel, die Länge betrug 12 Meter. Die Seillenkung wurde von den Flügeln bis zum Fahrer des Panzers nach vorn geführt. Der hatte auch zusätzliche Seitenspiegel mit einem minimalen Treibstofflast. Betrug die Masse des Panzers 7804 Kilogramm. Und sogar in dieser Form war der Panzer viel zu schwer. Also der schwere Bomber konnte ihn nicht ziehen. Die Motoren wurden überhitzt. Und um die Masse zu erleichtern, hat man die Höhe gesenkt und bereits beim Start des Versuchsfluges hat man schon zur Landung angesetzt beim Nachbarflugfeld. Der Testflug hat gezeigt, dass der fliegende Panzer ein Recht auf Existenz hatte, doch er hatte einen stärkeren Motor nötig und es ging aber der Krieg voran und niemand hatte Mittel für solche Zwecke erteilt. Die Konzeption des fliegenden Panzers sah sehr verlockend aus für ihre Zeit und das, was der nachfolgende Krieg gezeigt hat, dass der beste Mittel für Flugabwehr sind Panzer auf dem Flugfeld des Gegners. Die Konzeption des Massenabsetzens im Hinterland des Feindes, die hat die Gedanken der ganzen Militärleute der Welt richtig erregt. Viele Faktoren haben dann doch darauf gewirkt, dass die Panzer letztendlich nur im Laderaum der riesigen Transportflugzeuge sich erhoben. Die fliegenden Panzermaschinen haben ihre Zeit etwas überholt, wie vormals Da Vinci mit seinen Ideen. Fliegende Panzer waren seltsame Maschinen für ihre Zeit. Natürlich, wenn solche Maschinen es gegeben hätte, wenn man sie erfolgreich entwickelt hätte, wenn sie in Serie gebaut worden wären, hätten sie eine sehr große Wirkung auf das Militärvorgehen, auf den Kriegsverlauf eingewirkt. Sehr große Auswirkungen gehabt. Der Versuch, die Panzer in die Luft erheben zu lassen, dieser Versuch war nicht erfolgreich. Die Panzer auf irgendwelchen abwerfbaren Plattformen oder Trägern runterzuschmeißen, diese Idee war weitaus verlockender und einfacher zu realisieren.
und geachtet dessen, dass die Panzer selbst nicht fliegen. Die Frage der abwerfbaren Technik wurde erfolgreich gelöst. Zum ersten Mal wurden die Panzer mit einem schweren Flugzeug getragen und abgeworfen. So, ich hoffe, das war interessant. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüss.